geht's hin? Diesmal aber schneller. Stunde 14 sind jetzt hinter mir. Eine lange Zugfahrt war das. Aber jetzt brauche ich nur schnell ein paar Files, um das da vorzuführen, wie das Zusammenschneiden funktioniert. Jetzt habe ich nämlich wunderbar zwei Perspektiven. Einmal da drinnen. Und einmal da drinnen. Schauen wir mal, was wir damit machen können. Ob das was wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nicht mehr ganz so, wie ich es in Erinnerung habe, aber manche Sachen kommen mir da doch bekannt vor. Mittagessen auf Rädern. Bin ich tatsächlich schon ein bisschen nervös. Einmal bin ich den Vortrag noch durchgegangen. Schauen wir mal, wie das wird. Ist es dann gleich soweit, dann bin ich dran, oder sagen wir so, dann ist mein Vortrag dran. Noch ist der Hörsaal da leer, bis auf einen treuen Fan da hinten oben, der wartet schon. Wie viel man da hört, weiß ich jetzt allerdings noch nicht, da kommt noch ein Lautsprecher dazu. Zeug hängt da um und um.
Es ist fast nur so, wie ich es in Erinnerung habe. Und jetzt wird schon renoviert. So, das war's. Das erste Mal einen Vortrag gehalten. Da auf der Technischen Uni im Rahmen der Linux-Tage. Lustig war's. Nervös war ich, aber gut ist gegangen. Und jetzt geht's dann. Und das Ding schaut witzig aus da. Und jetzt geht's noch zu einem Abend-Event. Viel Spaß! Das war meine Uni. Da habe ich studiert. Und so habe ich es in Erinnerung. Ein technisches Denkmal, tatsächlich, die Daxenbachbrücke in Salzburg, die erste Spannbetonbrücke in Österreich, so was gibt es auch, technische Denkmäler.